Ein Sturm zieht auf. Krieg liegt in der Luft. Der kaiserliche Thron ist verwaist. Und drei große Allianzen kämpfen um ihn. Das Böse erwacht. Ein lange verbannter Feind regt sich. Die Mächte, die nach Tamriels Zerstörung trachten, suchen jene, die ihren dunklen Plan gefährden. Und so greift der lange Arm des Todes um sich. Wir schreiben das 582. Jahr der zweiten Ära. Die Trommeln des Krieges dröhnen. Hier beginnt unsere Reise. Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online Folge 1000. Aufnahmesession 203. Ja. Wir schreiben Geschichte. Ich schreibe Geschichte. Nee, das hört sich egoistisch an. Wir schreiben Geschichte. Wir haben Schattenfan komplett fertig. Ich bin total durch. Ich hör's. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwas ist. Ja, das zu überprüfen wird ziemlich schwierig, weil der Weg ist ganz schön lang von jedem Wegschrein aus. Das ist genau in der Mitte. Ich glaube, da ist nichts mehr, oder? Da könnte auch noch was sein. Aber ansonsten sind wir mit Schattenfan so ziemlich durch. Alle Gebiete, die Gebiete sein können, also Schauplätze, sind abgehakt. Es gibt natürlich einige Dolmen wie hier, die noch nicht komplett fertig sind. Und ja, machen wir uns auf den Weg nach Rift oder Windhelm. Ich weiß nicht wohin. Ich schätze mal Windhelm. Dazu müssen wir erstmal zum Weg schreien. Da. Eine komplette Stunde werde ich hier aufnehmen. Wahrscheinlich muss ich mich zwischenzeitlich mal aushusten. Weil ich merke, dass meine Stimme so ein bisschen am Abkacken ist. Wie immer. Och nö. Das muss jetzt nicht sein. Obwohl, doch, ja, doch. Ein bisschen Action. Alter, die machen ja Schaden. Was soll denn der Scheiß? Hallo, ihr dürft gar keinen Schaden machen. Irgendwas blockiert mir den Weg. Vampirjäger. Immer auf mich, immer auf die Schwächsten. Cool, die sind eingefroren worden. Hält ganz schön was aus, ne? Ja, guten Heilungsstab. Was anderes habe ich auch nicht erwartet.
So, da ist der Wegschrein. Dass ich jetzt hier mit dem Charakter übrigens 1000 Folgen aufgenommen habe, heißt noch nicht, dass dieser Charakter wirklich 1000, dass das Spiel wirklich 1000 Folgen geht. Wir wären normalerweise, glaube ich, so um die, bei Folge 800 oder 900 jetzt, regulär. Zwischenzeitlich habe ich ja mal mit was anderem unternommen. Boah, hier ist ein Kampf. Oh, sieht mal, wer gewonnen hat, ne? Ich bin froh, dass der Altmeier es nicht durch die Prüfung des Hist geschafft hat. Er hatte mit Sicherheit keine guten Absichten, was immer er auch wollte. Hat er bestimmt hier nicht. In diesem Sumpf gibt. Fremder hat die Prüfungen bestanden. Ich möchte mal wissen, so, alle, die neue. Oh, alle dazwischen quatschen. Nee, ich muss da schon drin sein. Springen wir hier runter. Alle Neuansteiger begrüße ich natürlich, die jetzt dieses LP gerade zum ersten Mal schauen. Und die lieber bei der 1000 anfangen, als bei dem Anfang der Erzählung. Auch wenn ich es nicht verstehen kann, dass man ein LP mittendrin anfängt. Man muss schon das... wobei... Ja doch, es gehört ganz schön viel... Wie nennt man das? Ganz schön viel... Durchhaltevermögen, um ein LP 1000 Folgen lang durchzuhalten. Sind eigentlich immer noch welche dabei und schauen das LP hier nach? Also vom Veröffentlichungsdatum? Also sprich, wer schaut das LP jetzt hinterher? Kann ja fast nicht sein, weil es immer nur eine Folge pro Tag gab. Seit dem 4.4.2014 übrigens. Um 0 Uhr ging die erste Folge online. Und wurde mit ja doch überragenden Erfolg angenommen. Also sprich, es kam gut an, dass ich das LP angefangen habe. Ich muss auch dazu sagen, mir macht dieses Spiel persönlich auch sehr viel Spaß. Ich bin ja ganz gerne in der Welt unterwegs. Und wir machen jetzt einen großen Quantensprung. Wir sind mit Schattenfan fertig und sprechen nämlich diesen Fährmann Mutz an. Der bringt uns dann weiter nach Skyrim. Man schwimmt besser nicht im Sumpfwasser. Warum nehmt ihr kein Boot? Ich muss die Reise nach Himmelsrand organisieren. Ja, ja. Euer Schiff ist bereit und es ist ein richtig feines. Sehr wenig Ratten, reichlich Obst. Lasst es mich wissen, wenn ihr bereit seid, in See zu stechen. Auf Himmelsrand bin ich besonders interessiert. Vor allem in diesem Spiel. Ich bin bereit zu gehen. Gut, gut. Folgt mir bitte. Ich hoffe, die machen das, ich hoffe, die machen das ja sehr, sehr gut. Mit dem, okay, die machen es nicht gut mit der Überleitung. Es ist einfach eine schlichte Ladezone. Schade, naja. Ja gut, was er nicht ist, kann er noch werden. Ostmarsch, da fahren wir also hin. Ein Jahrtürme gehört zu den... okay, müsst ihr pausieren, wenn ihr es lesen wollt. Dieses Schling, ich habe keine Ahnung, was das heißt. Es ist neu. Mal gucken, ob mir der Ort bekannt vorkommt. Ja, kommt mir bekannt vor, wir sind in Windhelm. Windhelm entdeckt. Aber hier ist deutlich mehr von diesem Zeug hier als circa 400 Jahre später. Oder was? 4000 Jahre sind das, ne? Hey, schieb mich nicht. Himmelsrand. Es ist eine Weile her, dass ich seine Bewohner und seinen Schnee gesehen habe. Was werdet ihr jetzt tun? Ich werde die Stadt betreten und einen sicheren Platz finden, um das Ei aufzubewahren. Dann werde ich die Feierlichkeiten genießen. Die Nord wissen, wie man die Kälte im Zaum hält. Das mag ich am liebsten an ihnen. Vom Sumpf in den Schnee. Ja, hier werden wir Nord treffen. Oh, Wunder. W-
Lindhelm im Banner des Ebenherzpaktes. Das sieht aus, als würde es Tag werden. Es könnte aber auch Nacht sein. Wahrscheinlich wird es erst Nacht. Toll. Das ist genau das, was ich eigentlich nicht wollte. Windhelm bei Nacht, aber naja. Wen soll ich jetzt ansprechen? Ach, den da oben. Entschuldigt, kann ich einen Augenblick mit euch sprechen? Natürlich. Willkommen in Windhelm. Ihr seid gerade rechtzeitig zu den Feierlichkeiten gekommen. Falls ich das sagen darf, ihr seht sehr fähig und gut beim Kämpfen aus. Genau die Art von Person, nach der Tanemera sucht. Wer ist Tanemera? Tanemera Sturmmantel. Sie hält die Stadt am Laufen und steht der Wache von Windhelm vor. Damit ist sie sehr beschäftigt. Besonders jetzt wegen der Konunleika und der Vertreter des Ebenherzpakts und so. Ist denn Vertreter des Ebenherzpaktes hier? Natürlich. Abgesehen davon, an der Konunleika teilzunehmen, haben die Anführer des Pakts noch andere dringende Geschäfte zu erledigen. Sehr dringende Geschäfte. Nun geht schon weiter. Ihr könnt Tanemera in der Stadtmitte finden, direkt vor dem Palast von Iskramor. Ich werde gehen und mit Tanemera sprechen. Ich bin sicher, dass Tanemera eure Hilfe zu schätzen weiß und eure Diskretion. Wer genau seid ihr? Oh, ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ich bin der Gesandte des Ebenherzpakts in Windhelm. Ich lebe hier nun schon eine Weile. Ich kann ehrlich behaupten, dass ich alle Strippenzieher dieser Stadt kenne. Wenn ihr etwas braucht, was immer es auch sei, dann solltet ihr mich fragen. Ihr hattet eine Feier erwähnt. Ja, ja, die Konunleika. Die Nord sind sehr stolz auf ihre Feiern und diese hier ist eine richtig große. Sie wollen beweisen, dass Windhelm trotz der Schäden, die die Akaviri angerichtet haben, immer noch ein wunderschöner Ort ist, an dem das Leben pulsiert. Was ist die Konunleika? So nennen die Nord diese Feierlichkeiten. Die ganze Stadt feiert König Joruns 10. Jubiläum als Kaldenkönig. Aus ganz Himmelsrand sind die Clans der Nord nach Windhelm gekommen, um sich zu Ehren des Königs und seiner Herrschaft in verschiedenen Disziplinen miteinander zu messen. Ihr hattet Schäden in der Stadt erwähnt? Die Akaviri haben Windhelm während der Invasion schwer zugesetzt. Der Großteil des Schadens wurde inzwischen repariert, aber die Arbeiten am Palast dauern immer noch an. König Jorun bestand darauf, dass man sich erst um den Rest der Stadt kümmert. Deshalb mussten die Arbeiten am Palast bis zuletzt warten. Okay. Wir wissen also ein paar kleine Hintergründe hier und... Seht die Weltkarte. Ja, sie ist sehr klein. Osmarsch ist nicht besonders... Wenn ihr diese fiese kleine Elfin Vox nicht besiegt hättet, hätte unser großer König Jorun sich schon um sie gekümmert. Niederjorkrim. Osmarsch ist nicht besonders groß, muss man sagen. Eigentlich ein kleiner Bezirk. Ja, ich finde mich gerade wieder an der Stelle, wo ich wahrscheinlich nichts erkennen werde in dem Gebiet hier. Bisschen vielleicht. Den Anfang habe ich erkannt. Da sind Ställe. Ich erinnere mich sehr stark an Steinfälle, wo es ja auch Nord gab. Nordarchitektur. Das erinnert mich sehr nicht an Windhelm aus Skyrim. Hat sich also viel verändert in den 4000 Jahren. Und wir haben den Begriff Sturmmantel gehört. Das haben sie doch 1:1 kopiert, ne? Kann das sein? Der Begriff Sturmmantel ist ja tatsächlich gefallen. Vielleicht hat er hier seinen Ursprung. Da bin ich gespannt, die Geschichte weiter zu ergründen mit euch. Ich höre mich so förmlich an. Ist mir aber auch scheißegal. Ja, den Wegschrein von Windhelm entdeckt. Allerdings ploppt da nichts auf. Schade. Ich
bin so wütend, ich könnte Eisen zerbeißen. Huskal Nelrum. Also irgendwelche Leute, die hier einfach rumstehen. Ach, da steht doch jemand. Ihr seht stark und kompetent aus. Gut im Kampf und mutig genug, um auf der Suche nach Abenteuern die Welt zu bereisen. Wenn meine Einschätzung auch nur ansatzweise richtig ist, könnte ich eure Hilfe gebrauchen. Was benötigt ihr? Die Konunlaika, die großen Spiele zu Ehren der Herrschaft von König Jorun, verbreiten in der ganzen Stadt Heiterkeit und gute Laune. Wenn ein neuer König bis zu seinem 10. Jahr auf dem Thron überlebt, richten wir ein Fest aus. Doch nicht jeder, der nach Windhelm gekommen ist, ist in Feierlaune. Das stimmt nicht. Der Sturmfaust-Clan wurde seit einem Jahrzehnt nicht mehr gesehen. Aber nun ist er wegen der Spiele wieder hier. Seitdem gab es zahlreiche Verletzte und auch einige Tote. Und ich fürchte, das Schlimmste liegt noch vor uns. Was macht ihr in Windhelm? Der Clan wohnt im Gasthaus zum kalten Mond. Schaut, was ihr herausfinden könnt. Was macht ihr in Windhelm? Ich bin die Tane von Windhelm. Mein Vater war der Hauptmann der Wache. Ich bin in seine Fußstapfen getreten und noch etwas höher aufgestiegen. Wir Sturmmäntel haben vor Jahrhunderten geholfen, Windhelm aufzubauen. Wir sind eine alte Familie. Und wir sind stolz auf unser Erbe. Ah, das heißt, Sturmmantel sind tatsächlich die ursprünglichen Nord, die denn hier die Stadt am Leben halten. Aber was macht ein Tane eigentlich? Was ich so mache? Was mache ich nicht? Regeln und Vorschriften. Treffen mit König Jorun und anderen Tane. Derzeit beherberge ich Gesandte des Pakts. Allerlei politischen Unfug. In weiten Teilen delegiere ich meine Aufgaben aber weiter, damit ich die Stadt bewachen kann. Die Leute fühlen sich sicherer, wenn die Tane in der Nähe ist. Es sind Gesandte des Ebenherzpaktes in Windhelm? Ja, sie sind wegen der Feierlichkeiten hier. Aber auch, um mit König Jorun über Paktangelegenheiten zu sprechen. Ich versuche mich größtenteils da rauszuhalten. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie Jorun all den Pomp und die Zeremonien aushält. Mich würde das wahnsinnig machen. Warum habt ihr den Sturmfaust-Clan in Verdacht? Wir sprechen nicht gerne darüber. Aber Jorun wurde nicht einstimmig als Thronfolger benannt. Der Sturmfaust-Clan unterstützte seinen Herausforderer. Und seitdem werden sie mit bösen Omen in Verbindung gebracht. Hier ist Diskretion erforderlich. Daher benötige ich eine Fremde wie euch. Wer war dieser Herausforderer? Joruns Bruder Fildgur. Er wollte unbedingt den Thron besteigen. Für gewöhnlich wird die Thronfolge von der Krone von Fredis geregelt. Aber es gab Komplikationen. Auf jeden Fall kämpften die Brüder gegeneinander. Jorun hat gewonnen. Und Fildgur wurde verbannt. Ende der Geschichte. Oder zumindest dachten wir das. Wir müssen Termine einhalten. Ihr kennt die Regeln. Niemand darf ohne Berechtigung rein. Und ich sehe eure Papiere nicht. Das ist doch wohl nicht zu glauben. Ich bleibe hier, bis ihr uns reinlasst. Ja, Tane hat sowas wie ein Ehrentitel, ist das im Endeffekt. Also sprich, kann man das so ein bisschen wie Ritter vergleichen, ne? Ich glaube, man kann das so ein bisschen wie Ritter vergleichen. Allerdings nicht so auf dem Status, sondern eher weniger. Ach, das sind ja nur diese Dinge. Oder? Handwerk, ja, das will ich nicht machen. Dafür ist es sowieso zu spät jetzt. Sprecht sehr langsam. Hast du einen an der Waffe? Gut. Huskal sind übrigens Beschützer. Beschützer des Königs, des Tane und so weiter und so fort. Ich kenne mich ein bisschen aus, also
setze mich jetzt nicht unbedingt fest auf Sachen, die ich wissen könnte, die ich dann vielleicht doch nicht weiß. Das Gasfass zum kalten Mond. Meine Stimme ist immer wieder toll. Cool. Wenn ich da drauf gestehe, geht's wirklich hoch. Neil, der Bade. Ich arbeite weiter an meinem Meisterwerk. Ein Lied, welches das Herz der Frau, ohne die ich nicht leben kann, gewinnen wird. Sobald sie es hört, wird sie sicher schwach und nimmt meinen Heiratsantrag an. Ich muss es nur noch fertigstellen. Für wen schreibt ihr das Lied? Für Inbild Kaltmond. Diese Frau ist die Verkörperung von Schönheit und Eleganz. Sicher würden sie viele nur für eine einfache Steinmagd halten. Doch ich weiß, sie ist so viel mehr als das. Was hält sie von euch? Nun, sie kennt meinen Namen. Zumindest bin ich mir ziemlich sicher, dass sie meinen Namen kennt. An allem Weiteren arbeite ich noch. Hoffentlich wird dieses Lied sie von meiner Würdigkeit als ihr Verehrer überzeugen. Habt ihr schon gesagt, wie ihr empfindet? Warum sollte ich das tun, wenn ich ihr ein wunderschönes Lied singen kann, das all meine Gefühle zum Ausdruck bringt? Was für ein komischer Vorschlag. Ja, natürlich. Was soll ich jetzt hier machen? Nach oben gehen? Oh Gott, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Vielleicht mache ich zwischenzeitlich mal nach einer halben Stunde eine Pause. Für eine Stunde oder so. Neues Buch entdeckt. Überall Inhalt stehlen, oh Gott. Es gibt übrigens neue geile Mod, die... Eine Mod, ja. Ein neues geiles Addon, was unterwegs ist. Und zwar, habt ihr es vielleicht schon gehört, man kann dann seine eigenen Heime zusammenstellen. Ähnlich wie in Skyrim. Beim Hardfire-Mod oder Addon. Wird aber erst später sein. Das Tagebuch von Laima dem Raben. Die Konnuleika geht weiter, wenn solch ein Name überhaupt passend ist. Für die Feier ein neues Buch entdeckt, eines falschen Königs. Der Sturmfaust-Clan nimmt an dieser Posse teil, damit ich die Botschaft meines Herrn an den verfluchten Jorun überbringen kann. Und damit ich in sein Gesicht sehen kann, wenn er langsam beginnt zu verstehen und es ihn trifft wie ein Dolchstoß. Aber wenn ich es für gewöhnlich abscheulich finde, zu betrügen, gibt es bei diesen Spielen keine Ehre. Wir müssen rasch handeln. Ich habe Gegenstände in der Stadt versteckt. Mitglieder des Clans können diese Gegenstände gegen die anderen Teilnehmer einsetzen. Insgesamt gibt es 4 Verstecke an Orten, wo unsere Brüder und Schwester sie finden können. Ich habe sie im folgenden Vers versteckt. Zwischen einem Mond, der kalt ist, und einem Zauberhort. Bei einem zerbrochenen Min hier windig und westlich. Hinter Windhelm einzigem abstinenten Nord, wo Ross und Reiter ruhen, ruhig und köstlich. Okay. Habe ich das jetzt dabei, als Questgegenstand? Nein! Dann ist es nämlich umso wichtiger, dass ich jetzt ein Foto davon mache. So. Es sei denn, sie werden mir jetzt direkt per Marke angezeigt. Ich habe heute schon wieder einen dieser dämlichen Wettbewerbe gewonnen. Ist es auch geplant? Was wollt ihr? Einen Orden? Kann ich noch irgendwie ein episches Bild mit Sonne machen? Das ist nicht episch. Das Problem ist, Windhelm ist irgendwie so unepisch wie nix. Es ist mit Marker markiert. Oh, Jesus. Maria und Josef. Das hätte man auch so suchen können. Ja, so ist es ja jetzt einfach. Gehe ich hier hin. Nimm das versteckte Lager. Verwende diese Klinge hier anstelle des Schultermessers. Das stumpfe Schultermesser, das man gestellt bekommt, ist gegen Rüstung nutzlos. Diese Klinge hier schneidet durch Kette und Platte. Verwendet sie es, wenn es zum Nahkampf kommt. Aber sorgt dafür, dass niemand sie sich genauer ansehen kann. Es ist wichtig, dass wir gewinnen. Ich muss es bis zum letzten Wettbewerb schaffen. L. Ja, ich weiß nicht, warum ich euch schreckliche Leute überhaupt bewache.
Jetzt brauche ich ja einfach nur hier durchgehen. Ah, da unten. Es ähnelt Windhelm aus Skyrim auf jeden Fall, aber es ist nicht Windhelm aus Skyrim. Muss man dazu sagen, das Spiel ist wahrscheinlich, wir sind hier in der ersten oder zweiten Ära, wahrscheinlich im ersten Zeitalter, also erste Ära, dann spielt das 4000 Jahre später. Beim Wettkampf der Spurenleser wird ein Pfeil, der mit dem Geruch von Tieren getränkt ist, in den Wald geschossen. Dann versuchen die Teilnehmer, den Pfeil zu finden, indem sie Bewegungen des Tieres beobachten, die der Geruch anzieht. Verwendet den Bogen, um den ersten Pfeil eines Krachmachenden hinterherzuschicken, an dem eine Schnur befestigt ist. Das Geräusch verjagt die Tiere, sodass man ihren Spuren nicht mehr verlässlich folgen kann. Aber die Schnur führt euren Teilnehmer zum Ziel. Dieser Wettkampf ist schwierig zu manipulieren. Also ist unser Teilnehmer sicherheitshalber auch unser bester Spurenleser. Was ist denn das? Liegt eine Tasche. Hallo? Spring doch rüber. Sind ganz schön viele Leute unterwegs. Ich fühle mich nicht so gut. Dann geht nach Hause. Also es sieht sehr unterschiedlich aus. Also das Windhelm hier haben sie neu designt. Es sieht schick aus, kein Zweifel. Was war das gerade? Hä? Ist bei mir eine kleine Lichterkettenlampe kaputt gegangen? Das hat nämlich gerade richtig aufgeflackt mit Licht. Ein Verlies hier in Windhelm? Die Halle der Toten ist ein Verlies oder was? Komm schon, da kann meine Oma ja mehr essen. Oh, Tatsache. Eine meiner Lampen ist kaputt. Aber was ist denn hier los, bitte? Kollektives. Ich will mir das ansehen. Eine kleine Gaunerin frei herum. Wie sie alle einen Spieler hinterhergejagt sind. Schön. Dann haben sie einen Spieler einfach umgenietet. Ich muss gleich mal die Lichterkette überprüfen. Eine Lampe funktioniert nicht mehr so richtig. Die hat mich gerade genervt. Sitzt das gerade? Nee, das sitzt nicht gerade. Die Lampe ist halt kaputt. Die muss ich vielleicht auswechseln. Verstecktes Lager. Schüttet dieses Gift in die Fässe, bevor eure Wettkampf beginnt. Das Mittel hat keinen Eigengeschmack und wirkt relativ schnell. Es sorgt dafür, dass betroffene Trinker unter einer schwachen Ausdauer zu leiden scheinen. Nehmt das Gegenmittel ein, bevor ihr selbst an der Reihe seid. Dann solltet alles bestens laufen. Werden die Nord eigentlich nicht stutzig, wenn jemand statt ein stumpfes Klingenmesser eine richtige Klinge verwendet? Bin auch gespannt, ob wir hier Musik aus Skyrim hören. Oh. Ein Grab. Neues Buch entdeckt. Platziert die Räucherwerke windaufwärts der Kontrahenten, damit der leichte Rauch, den es verzeugt, in ihre Richtung geweht wird. Der beißende Geruch wird in ihren Augen brennen und ihnen das Ziel erschweren. Unsere Teilnehmer hat besondere Tropfen, die ihre Augen schützen und sollte daher nicht betroffen sein. Am Ende steht dann der nächste Sieg für den Sturmfaust-Clan. Aha. Sprech mit Tanemera Sturmmantel. Ja, also das Windhelm ist wirklich anders. Es hat einen ähnlichen Aufbau. Also das Schloss ist auf jeden Fall richtig. War aber in Windhelm im echten, glaube ich, größer. Dann gab es hier auch noch so einen Teil, der stimmt. Und dann war hier der Marktplatz. In der Mitte war nur eine kleine Kapelle, aber hier ist die Magiergilde.
kann man sehen, dass 4000 Jahre doch schon eine Menge ausmachen. Wenn das wirklich 4000 Jahre sind, die dazwischen liegen. Ich meine, es sind wirklich 4000 Jahre. Vielleicht 3000. Ich weiß, dass Skyrim nämlich in der vierten Ära spielt, in einem Jahr 401. Ich weiß gar nicht, in welchen Ära wir gerade sind hier. Ich meine im ersten. Da ist Nord. Es ist Zeit, richtig dies... Hallo, Freundin. Wie lange ist es schon her? Ihr erinnert euch an Rigor, den Ungestümen. Ja. Anführer der glorreichen Expedition für den Nordkulturaustausch, hä? Freut mich, euch wiederzusehen. Ihr seid gerade rechtzeitig gekommen, um zu helfen. Wie kann ich euch helfen? Ich hatte eine triumphale Rückkehr von meiner glorreichen Mission in die Dunkelelfenlande. Jetzt hat mir Tanemera die Organisation der großen Feier des Skaldenkönigs übertragen. Ihr mögt doch gute Feiern, oder? Hat sie gefragt. Natürlich, habe ich gesagt. Keiner feiert wie Rigord. Am Ende war das aber alles nur Mammutdung. Was meint ihr? Der eingelegte Fisch aus Niederrü-Orgrim und der Met von dem Voljas ist noch nicht gekommen. Noch schlimmer ist, dass mein Dunkelelfengehilfe nie mit meiner schicken Dunmeerkleidung aus Gramfeste zurückgekehrt ist. Alles geht schief. Und ich stecke hier fest und muss mich um die Organisation kümmern. Ich kann mich für euch um die Sache kümmern. Ihr erweist Rigord einen großen Dienst. Rigord wusste, dass er sich auf euch verlassen kann. Ich habe ein paar Fragen. Fragt nur, Freundin. Wo kann ich denn eingelegten Fisch finden? Ah, eingelegter Fisch. Entschuldigt, da läuft Rigord das Wasser im Munde zusammen. Wir haben stinkigen Fisch beim Fischhändler von Niederrü-Orgrim bestellt. Überquert die Brücke südlich von hier und folgt dem Ufer nach Osten bis zum Dorf. Wo kann ich den Met finden? Der feinste Met in ganz Himmelsrand kommt aus der Volja-Met-Kellerei. Geht durch das Tor und überquert die Brücke. Dann folgt der Straße nach Westen entlang des Flusses, um dorthin zu gelangen. Hier ist mal, wenn ich einen Ort finde, sollte eigentlich der Sprecher sprechen. Hier oben, ja, also ich. Und hier oben stehen immer Karte aktualisiert. Müsst ihr mal drauf achten. Wo kann ich eure Dunkelelfenkleidung finden? Ich habe meinen nutzlosen Assistenten losgeschickt, um die Dunmeerkleidung aus dem Schließfach in der Bank zu holen. Sie liegt im Nordteil der Stadt. Man kann mit seinen feinen Hosen gar nicht vorsichtig genug sein, oder? Auf jeden Fall kam er nicht wieder. Geht einmal dorthin und schaut euch nach einem winzig kleinen Dunkelelfen um. Okay. Also, haben wir dat und dat. Niederjorgrim und die Folie mit Gellerei. Oh Gott. Denkt ihr, ich bin hübsch? Nur in deinen Vorstellungen. Nee. Jetzt habe ich Albträume. So. Wir sprechen mit dem Tane. Ich mache, wie gesagt, eine Plause. Ich fühl mich nicht so gut. Das wird episch. Oh, was war das für ein Rülpser? Igitt. Und nochmal. Ich hab. Hab ich doch noch ein schönes Foto fürs Bild. Qualitätsgüter. Oh Gott. Ich muss ja noch die... Ich glaube, die Briefe hier, die lese ich dann später vor. Oder? Ah, die lese ich später vor, so am Ende der Folge. Dann mache ich hier einen kleinen Cut. Und, ja. Bis gleich. So, da bin ich auch wieder fast 2 Stunden später. Willkommen zurück. So, wir haben an derselben Stelle aufgehört. Da wurde jemand umgebracht. Es passiert. Es ist ganz normal. Ich habe gerade eben, das kann ich auch ganz gut in der 1000. Folge zeigen, mehr Reittiere entstanden. Die sind nämlich gerade im Angebot für 2500 einen Eiswolf und für 1000 den passenden Welpen dazu. Ich natürlich sofort geholt. Gott, habe ich viele Begleiter.
Den Fleißwurst, den Fleißwurst, ja. Den Weißfluss Eiswelpen. Kommt schon, geht uns hier heißt Wurf. Wir müssen Termine einhalten. Ihr kennt die Regeln. Niemand darf ohne Berechtigung rein. Ich hab was zu trinken. Und ich sehe eure Papiere nicht. Das ist doch Prost auf nicht euch. Glauben. Ich bleibe hier, bis ihr uns reinlasst. Den nehme ich natürlich mit. Ist er schon aktiv? Nein. Warum nicht? Warum ist er nicht aktiv? Jetzt ist er aktiv. So. Den Eiswolf nennt sich Städtisch Schneesturm. Der Eiswolf des fernsten Nordens kann eine gewaltige Größe erreichen. Das vermutlich auch der Grund dafür ist, dass die Nord der Herlmarsch dazu sich entschieden, die sind doch alle gleich, auf ihn zu reiten. Die Zähmung der riesigen Eiswölfe war keine einfache Aufgabe, aber eine nordwürdige Herausforderung. Hör auf, mir dazwischen zu quasseln. So, sieht so aus. Braver Hund. Interessant. Hallo? Ich bin das nicht. Das macht das Spiel. Kommt schon. Geht uns hier weiter an. Wir müssen Termine einhalten. Cool. Ihr kennt die Regeln. Niemand darf ohne Berechtigung rein. Und ich sehe eure Papiere nicht. Ich mag Kunde zwar nicht, das aber Wölfe schon. Zu glauben. Ich bleibe hier, bis ihr uns reinlasst. Sehr schönes Tier. Begrenzte Zeit verfügbar. Ihr wart eine Weile weg. Sagt mir, dass ihr etwas Nützliches gefunden habt. Ja, ich habe ein paar Videos auf YouTube gerade gefunden. Die waren sehr interessant. Und ein bisschen Cola habe ich hier, das ich mir eingeschenkt habe im Glas. Das habe ich gefunden. In der Stunde. Ich habe diese Notizen im Waffenlager gefunden, die in der Stadt versteckt waren. Bei der Kun und Laika betrügen? Und der Sturmfaust-Clan? Sie haben uns nicht mehr so viel Ärger gemacht seit... Oh nein. Das ist schlimmer, als ich befürchtete. Wir müssen herausfinden, was hier wirklich vor sich geht. Während ihr eure Mission erfüllt habt, wurde ein weiterer Teilnehmer verletzt. Einer meiner Besten. Der Champion von Windhelm. Damit ist das nun eine persönliche Angelegenheit. Ich habe eine weitere Aufgabe für euch, falls ihr dazu bereit seid. Wobei soll ich euch helfen? Ich möchte, dass ihr an der nächsten Disziplin teilnehmt. Dem Wettlauf der neuen Jarltümer. Ich ernenne euch zum neuen Champion von Windhelm. Das sollte unsere Feinde verwirren. Falls ihr einverstanden seid, dann sprecht mit Lenning, dem Veranstalter des Rennens. Er ist an der Westmauer. Ich werde mit Lenning an der Westmauer sprechen. Beeilt euch! Sprecht mit Lenning, dem Falken, und nehmt am Rennen teil. Warum wollt ihr, dass ich an dem Wettlauf teilnehme? Ihr seid gut darin, Informationen auszugraben. Und wo könnte man die Augen besser aufhalten als mitten in einem Rennen? Ich kann nicht an jedem Turm Wachen postieren. Und als Fremde, von der noch nie jemand gehört hat, sollte eure Teilnahme unsere Feinde verwirren. Ich glaube, den Text hatten wir schon, deswegen überspringe ich das mal. Gut. Da haben wir das auch. Ich hol mal den den eingelegten Fisch. Den eingepflegten Fisch. Den eingepflegten Lisch. Ich habe heute irgendwie mit Voyager drehen, also das ist unglaublich. Planung der Feierlichkeiten. Wir wollen den Rikro? Nicht unnötig warten lassen. Ach, meine Hand juckt. So. Jetzt juckt der andere Arm. Oh, ich liebe das. Ach, hier drin, ne? Soll ich da reingehen oder was? Oh, ernsthaft? Schäm dich, Penner. Das ist so das Große. Also ich finde, das ist Kacke, so einen Meuchelmord zu begehen. Und sei es NPCs. Das finde ich Kacke. Heuhaufen. Welche Demütigung? Welche große... Was? Wer seid ihr?
Lasst mich in Ruhe! Ich mache überhaupt nichts! Rigurd hat mich geschickt, um uns seine traditionelle Kleidung zu holen. Oh, was für eine Narretei und Schande! Es ist ein grausiges Verbrechen an der Würde der Dunmeer-Kultur. Wovon sprecht ihr? Wo ist die Kleidung? Ich rede von der Kleidung. Diese Lumpen, sie sind ein grausamer Scherz. Und Rigurd hat vor, den Botschafter zu treffen, während er so etwas trägt. Uns erwartet ein diplomatischer Zwischenfall. Ich werde das nicht zulassen. Ich tue Rigurd einen Gefallen. Gut, wenn er mir nicht helfen will, dann werde ich mir die Kleidung selbst holen. So einfach ist das. Und nun? Miet aus der Folia meldet Mitkereia. Heda! Willkommen! Boah, das ist mir zu weit weg. Ich nehme den Wolf. Geh ich runter? Wenn Sie 100-jährigen Flim ausschenken würden, würde ich sofort... Diese Schüssel Wackelpudding sieht lecker aus. Kann ich das Rezept haben? Autsch, Schmerz. Der Wolf ist ganz schön schnell. Niemand will das sehen. Der Haupteingang von Windhelm übrigens, ne? Sieht ganz aus, sieht überhaupt anders aus als ein Skyrim. Vor allem dieses Gebäude stand da noch nicht. Die haben wirklich viel verändert. Also das. Ich glaube, so habt ihr Windhelm noch nie gesehen. So sollte Windhelm eigentlich ursprünglich aussehen. Dann ist es ja tatsächlich innerhalb der 4000 Jahre. Wahrscheinlich total verfallen und das hat es nicht gut getan. Grüße. Was bringt euch mitten in diesem Durcheinander an meinen Pier? Ich suche nach eingelegtem Fisch für die Kronen und Laika. Alschors Knochen. Wegen des Riesenangriffs habe ich das völlig vergessen. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Bitte sehr. Was ist hier geschehen? Habt ihr es denn nicht gehört? Riesen haben Niederrhyorgrim angegriffen. Geht und sprecht mit Airaki in der Taverne da drüben, wenn ihr mehr wissen wollt. Ich bin überrascht, dass ihr den Fisch beehren könnt. Es ist eingelegter Fisch. Niemand isst dieses Zeug wirklich. Es ist mehr eine Tradition als ein Grundnahrungsmittel. Ich habe schon gesehen, wie sich ausgehungerte Horker geweigert haben, diesen stinkenden Fisch zu fressen. Aber vielleicht taugt er ja was, um die Wölfe abzuschrecken. Okay, Riesen? War doch mal mehr darüber erfahren. Der Geist von Shalidor ist zurückgekehrt und berät die Magiergilde. Was für Zeiten, in denen wir leben. Ein kalter Wind weht. Riesen stampfen durch unser Dorf und wir haben nur unsere Hemden auf dem Leib, um uns warm zu halten. Ihr habt eine schlechte Zeit gewählt, um Niederrhyorgrim zu besuchen, Reisende. Wie kann ich euch helfen? Ich habe keine große Aufgabe, die ich euch auftragen könnte. Uns ist nur kalt. Wir sind verletzt und wir fürchten um unser Leben. Es muss etwas geben, das ich tun kann. Nun, die Wölfe kamen nach Niederrhyorgrim, nachdem die Riesen angegriffen hatten. Sie streunen durch die Straßen und laben sich an unseren Toten. Vielleicht könnt ihr einige Wolfspelze für mich sammeln. Ich kann sie zu Decken verarbeiten. So können zumindest die von uns warm bleiben, die überlebt haben. Ich werde mit ein paar Wolfspelzen wiederkommen. Passenderweise habe ich Pelzsammler. Passenderweise habe ich natürlich einen Wolf als Tier und als kleines Viech hier nebenbei rumlaufen. Ich mache das natürlich alles nacheinander. Das heißt erstmal das, dann das, dann das. Also so Schritt für Schritt.
Ich werde wahrscheinlich bis dato wieder vergessen haben, was was ist. Okay, haben wir schon Weihnachten? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, wir haben schon fast Neujahr. Dann sage ich schon mal frohes Neues. Ich nehme das hier auf jeden Fall im Voraus auf. Also ich kann mir im Moment nicht mehr sagen, welchen Tag wir jetzt haben, von das an angeht. So, in die Richtung. Irgendwie ist das nicht so ganz, was, wo ich hin wollte. Oh Gott. Nee. Ich mach die Quest zuerst. Finde ich irgendwie cool. Wenn ihr nicht am Lauf der neuen Jahrtümer teilnehmt, bleibt bitte zurück. Ich bin der neue Champion von Windhelm. Ich verstehe. Spielt Tanemera also wieder ihre politischen Spielchen? Unerheblich. Als letzte Läuferin, die zum Feld hinzustößt, müsst ihr das Startsignal anzünden. Macht euch bereit. Der Wettlauf beginnt, sobald ihr das Signal entzündet. Wie lauten die Regeln? Regeln? Habt ihr schon mal an einem Rennen teilgenommen? Ihr müsst an den Außenmauern der Stadt entlang und dabei durch jeden der 9 Türme laufen. Einen für jedes Jarltum in Himmelsrand. Der erste Läufer, der den 9. Turm durchschreitet, hat gewonnen. Zünde das Startsignal an. Uiuiui. Wo ist denn das Startsignal? Ah, hier. Puh. Warte mal, ich glaube, ich habe eine bessere Idee. Ich habe ja Zeit, ne? Habe ich das online? Kann ich das nutzen? Ja. Dann lass die Spiele beginnen. Vorteil, Magier zu sein. Der ist ganz schön schnell da vorne. Boah. Darf nicht reiten. Hilft? Haltet still, torkelt doch nicht ständig rum. Halt dein Maul, du. Glückwunsch! Für jemanden, der nach südlicher Dekadenz riecht, seid ihr schnell und stark. Ihr habt das Rennen gewonnen, Champion von Windhelm. Echt jetzt? Ich hätte den Wettlauf gewonnen? Habe ich irgendwas verpasst? Da war doch einer vor mir. Was kommt als nächstes? Gut gemacht, Champion. Ihr seid gerannt wie ein Khajiit, hinter dem die Unheilsbrut her ist. Tanemera ist gerade erst fort. Sie möchte schnellstmöglich mit euch sprechen. Trefft sie am üblichen Ort, draußen vor dem Palast. Ich kann mir gut vorstellen, dass irgendjemand der Schnellste gewesen und ist dann umgekommen. Ich habe keine Ahnung. Können eigentlich auch hier runter, ne? Ich fühle mich nicht so gut. Wird der Adliger? Was ist denn hier los? Stumpfhaus? Boah, stirb. Ihr seid gerade eingetroffen. Ich
Findet ihr mich attraktiv? Nein. Wenn Hoffnung stirbt und Krieg wütet lang, Kriegergöttin. Meine Fresse, wie viel Magicka. Was für ein Rennen. Ich habe einiges davon gesehen und wurde über den Ausgang informiert. Natürlich habe ich überall in der Stadt meine Augen. Ihr wolltet mit mir sprechen? Ihr habt für eine ziemliche Aufregung gesorgt. Ich bin beeindruckt, dass ihr unsere besten Läufer geschlagen habt. Ihr habt Gutes für Windhelm und den Pakt getan. Leider wurde Hadring während des Rennens ermordet. Niedergestreckt durch einen vergifteten Pfeil von orkischer Machart. Ich bin sicher, die Sturmfäuste haben damit zu tun. Irgendjemand muss während des Rennens etwas gesehen haben. Die Attentäter sind nach ihrem feigen Angriff geflohen. Aber jede Ratte hat ihr Loch, in das sie sich verkriecht. Ihr müsst dieses Loch finden. Ich werde die Attentäter finden. Ich möchte nicht nur, dass ihr die Assassinen findet. Ich möchte, dass ihr sie, wie die tollwütigen Hunde, die sie sind, jagt und schnell und rechtmäßig tötet. Verstehen wir uns, Champion? Ja, ich verstehe vollkommen. Ich mache ernst und erteile euch die nötige Autorität, alles zu tun, um mit diesen Attentätern fertig zu werden. Ich ernenne euch zum Karl der Gerechtigkeit von Windhelm. Bitte? Setzt eure Autorität nach Belieben ein und kümmert euch so schnell wie möglich um diese Angelegenheit. Ich werde jemanden finden, der gesehen hat, wie es geschehen ist. Hervorragend. Ich werde die Wache alarmieren und die Stadt patrouillieren. König Jorun muss beschützt werden. Falls ihr die Attentäter findet, dann löscht sie aus. Bringt mir etwas, um dem König zu beweisen, dass wir uns um das Problem gekümmert haben. Ja, kann man schon sehen, was passiert, wenn ein Jarl, wenn Tane seine oder ihre Aufgaben ernst nimmt. Dann wollen wir doch mal gucken, wer was gesehen hat. Da müsste doch bestimmt hier noch irgendwo rumlaufen. So, Spieler. Wollte ich gerade sagen. Vielleicht treffen wir uns ja später im Nüchternen Nacht. In dieser Stadt gibt es nichts, was man tun kann. Nur Schnee und noch mehr Schnee. Nirgends eine ordentliche Schenke. Jemand sollte wirklich eine eröffnen. Ihr müsst auch sicher etwas kennen, wo man sich die Zeit vertreiben kann. Tja, einige der Anwohner können schon sehr freundlich und aufmerksam sein. Idesa ist immer für jeden Spaß zu haben. Ich denke allerdings, dass sie unsere Beziehung etwas ernster nimmt als ich. Sei es drum, sie wird mich noch ein Weilchen gut unterhalten, bevor ich weiterziehe. Ist euch während des Wettlaufs irgendwas Verdächtiges aufgefallen? Das Rennen war langweilig. Diese Stadt ist langweilig. Oh. Ihr seid langweilig. Alter. Geht und belästigt jemand anderes, der gerade nichts Wichtiges zu tun hat. Der hat gerade alle Zuschauer beleidigt. Also, alle schön in die Kommentare Turil beleidigen. Vielleicht hättet ihr mehr Spaß nach einer Nacht im Kerker. Die Schwachen greifen immer zu Drohungen und Gewalt. Oh, nun gut. Alter, ich mach dich fertig. Ich habe einen dieser Sturmfaustschläger weglaufen sehen, gleich nachdem der Läufer zu Boden ging. Er flüchtete aus der Stadt in Richtung Süden. Er rannte, als wäre Molag Bal selbst ihm auf den Fersen. Siehste! Geht doch, warum nicht? Still! Torkelt doch nicht ständig rum! Oh Gott! Die Wache noch nicht mal Schaden gelitten. Sehr gut. Es kommt davon, wenn man sich mit der Wache von Windhelm anlegt. Folgt dem Attentäter. Sind die draußen? Sind anscheinend draußen. Na gut, macht ja Sinn. Eher draußen vor der Tür verstecken als drin im Windhelm.
Dann folgen wir dem mal, ne? Ist eine schöne überdachte Brücke. Dafür ist leider nicht mehr viel übrig danach. Füllen wir aus das Holz. Das Holz wurde Stein später. Mal gucken, was hat der denn für ein Problem? Jorik Ötdemen. Geiler Name. An eurer Stelle würde ich nicht diesen Weg nehmen, Reisende. Warum? Das stimmt nicht. Riesen haben Niederryorgrim angegriffen. Es ist eine Katastrophe. Oh, das weiß ich doch schon längst. Gibt es etwas, das ich tun könnte? Wenn ihr schlau seid, haltet ihr euch davon fern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in absehbarer Zeit irgendetwas Gutes von diesem Ort ausgeht. Aber falls ihr wirklich helfen wollt, dann findet Airaki Frostwind. Sie ist am Fischerlager den Weg runter. Dann bin ich dort auf dem Weg. Da war ich doch schon längst. Riesenprobleme. Ja, schöner Wortwitz. Sprecht mit Airaki Frostwind. Da war ich aber auch schon längst. Sammelt Beweise, besorgt die Befehle des Attentäters. Oh. Da hinten ist ein Dolm. Man sieht ihn gerade so. Habe ich gesammelt. Besorgt Befehle. Meine, die Befehle haben sie liegen lassen? Was ist das für ein schrecklicher Geruch? Er macht mich hungrig. Boah, die hält 4 aus. Der Bug ist immer noch da. Schön. So, die Fähigkeit brauche ich nicht mehr. Das heißt, ich kann hier wieder den guten alten Zerstörungsstab-Trick nehmen. Zack. Nehme ich eigentlich alles mit? Leimeyer, die Sturmfaustbrigade erfüllt mich weiterhin mit Stolz. Ey, fick dich doch. Wo kommst denn du her jetzt? So, Magika-Regeneration ist aber für den Arsch. Okay, ich lese es gleich. Ich gehe erstmal zum Wegschrein. Wir den erstmal nur erkunden, entdecken, damit ich da hinspringen kann. Den Wegschrein von Kühneshain entdeckt. Ah, da sind wir in der Nähe von Kühneshain. Da gibt es doch ein Gasthaus. Und ein Drachenfriedhof müsste da oben sein. Ich glaube, das ist er sogar. Eisbär. Man kann hier mit... Der Eisbär sieht auch noch hässlich aus. Aber immerhin, der hat ein passendes Pet dazu. Ich finde, Wolf passt auch viel besser zu Windhelm. So, nee, das wollte ich nicht. Aber wir können mal hier gucken. Wir haben ja einen Champion-Punkt, den wir verteilen können.
Mehr Magiker-Regeneration heißt mehr Kampfzauber. Damit es auch getan ist, muss ich einmal niesen. Ich wusste, dass ihr es bis zum letzten Wettbewerb schaffen würdet. Dann werdet ihr nahe genug an meinem erbärmlichen Bruder sein, um ihn berühren zu können. Genau wie geplant überbringt Jorun meine Nachricht. Schaut ihm dabei in die Augen. Mein Bruder wird bewacht werden, aber ihr seid stärker als die Feiglinge, die ihn beschützen. Tötet sie alle und kehrt zu mir zurück. Jetzt wissen wir, dass Fieldgore Orktane, okay, dass der hinter der Sache steckt. Jetzt können wir zu Mera zurück und ihr Bericht erstatten. Die Wachen haben noch mehr versteckte Waffenlager in der Stadt gefunden, aber sonst nichts weiter. Ich hoffe, ihr hattet mehr Glück. Ich hatte ein Lager außerhalb der Stadt gefunden. Ihr solltet euch das ansehen. Fildgor, der verbannte Bruder König Joruns, hat sich früher mit der Sturmfaustbrigade herumgetrieben. Das, was da dem Abzeichen der Sturmfäuste hinzugefügt wurde, ist sein Wappen. Und diese Befehle... Fildgor ist nach Himmelsrand zurückgekehrt. König Jorun muss davon erfahren. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät. Fildgur ist der Zwillingsbruder König Joruns. Als Königin Nurnhilde in der Schlacht fiel, haben die Brüder sich verbündet, um die Akaviri zu besiegen. Aber danach haben sie um den Thron gekämpft. Jorun errang den Sieg und hat seinen Bruder verbannt. Nun ist Fildgur zurückgekehrt. Was möchte Fildgur? Was mag ein Verbannter wohl wollen? Natürlich verheißt es nichts Gutes für König Jorun, wenn er seine Rückkehr auf diese Art verkündet. Die letzte Disziplin hat in der Halle der Herausforderungen begonnen. Ich werde Wachen zum Lager schicken. Ihr müsst zur Halle gehen und dem König helfen. Ich werde König Jorun beschützen. Beeilt euch! Zur Halle der Prüfungen! Ihr müsst König Jorun um jeden Preis beschützen! Was macht ihr? Ja, das fragen wir jetzt mal, ne? Ich bin die Tane von den... Ja, brauchen wir gar nicht sagen. Kennen wir schon. Oh, es ist laut hier. Das ist doch wohl nicht zu glauben. Oh, halt Maul. Die sind doch alle gleich. Wo sind die alle, der Prüfung? Gib einem Nord einen Helm und schon schwillt ihm der Schädel. Da hinten? Kein Wunder, dass der Palast immer noch eine Ruine ist. Die Folge ist de facto eigentlich schon zu Ende. Den Rest machen wir nämlich morgen. Dum 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 dum. Da muss die Halle der Prüfung sein. So. An dieser Stelle, die Briefe lese ich in der nächsten Folge ganz normal, regulär weiter hier, diese vier. Das heißt, wir haben 8. Das heißt, ich darf wieder richtig lesen die nächsten 3 Minuten. Ich hoffe, euch hat die Stunde gefallen. Ich bin natürlich sehr gespannt, was noch zu entdecken gibt hier in Windhelm. Oder Ostmarsch und später natürlich dann noch Rift. Aber erstmal machen wir Ostmarsch. Vor allem, was ist denn das? Das müsste... Das ist doch hier Burg Dämmerwacht, ne? Das müsste Schloss Dämmerwacht sein. Aber wird die nicht von unten? Die ist doch von unten zu betreten, ne? Also von hier. Naja, werden wir ja sehen. Werden wir alles erkunden. Danke nochmal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.